Chirurgische Operationen am Hüftgelenk fangen eigentlich bei der minimalinvasiven Hüftgelenkspiegelung an, also einer Arthroskopie des Hüftgelenkes, die für einen typischen Hüftgelenkverschleiß eigentlich keine Therapieoption ist. Es sei denn, man würde in der Diagnostik vorher feststellen, dass bestimmte Bereiche des Gelenkes geschädigt sind und den Hauptteil der Beschwerden ausmachen. Das Hüftgelenk hat an seinem Rand, an dem Pfannenrand, eine Knorpellippe und diese Knorpellippe kann auch beim Gelenkverschleiß geschädigt sein, wenn er noch nicht so ausgeprägt ist. Und wenn man diese Knorpellippe als Beschwerdeursache ausmachen kann, dann kann man eben eine Gelenkspiegelung durchführen und die Knorpellippe entweder entfernen oder, wenn sie noch gut erhalten wäre, auch rekonstruieren. Und es gibt Fehlstellungen des Hüftgelenkes, wo sich knöcherne Auswüchse gebildet haben, die man eben auch über die Arthroskopie entfernen kann und dadurch wieder Beschwerden beseitigen kann. Was man auch als Therapieoption zumindest für bestimmte Fälle anbieten kann und was wir hier eben auch anbieten, sind Umstellungen am Hüftgelenk. Bedeutet, dass sich die Position des Hüftgelenkes zueinander, sei es jetzt am Becken oder eben auch am Oberschenkelknochen, korrigiere bei einer entsprechenden Fehlstellung, sodass das Gelenk wieder in eine günstigere Position kommt und man dadurch eben Zeit gewinnt, um möglichst spät vielleicht dann irgendwann oder besser gar nicht ein künstliches Gelenk einzubauen. Natürlich, und wir bieten auch den Gelenkersatz an mit verschiedenen Therapieverfahren. Das ist aber ja letztendlich schon der gelenkersetzende Bereich.